JacoTaster.com. Jetzt gibt es Nixe. Und zwar den Thunfischsalat mediterran. Ja, wen das interessiert, ich hatte schon von Nixe einen Thunfischsalat mexikanisch. Genau, mediterran heißt dann, keine Ahnung, mit solchen komischen Dingern. Mit Pasta halt. Okay. Ja, Nixe ist Lidl. Ich habe diese Form hier auch schon in anderen Supermärkten gesehen. Okay, Thunfisch, Nudeln. Limettensaft. Gurak-Kernmehl. Das ist irgendwie fast überall drin. Aus Frankreich kommt das Zeug. Okay. Okay, gute Eiweißquelle. Ja, sehr schön eigentlich. Fettwert ist gering. Zuckerwert ist auch relativ gering. Das kann man essen. Mal gucken, wie salzig ist es. Ja, ich mag das, solche kompletten Gerichte. Ja. So einzelne Fischdose. Ist ein bisschen mehr zu auf. Ist mir zu unausgewogen, sagen wir mal so. Mir sieht aus wie. Aha! Geh ab, du! So. Das würde auch ein schönes Facebook-Quiz geben, oder? Und jetzt fange ich an zu futtern. Umrühren muss man, glaube ich, nicht. Erstmal so ein Stück Thunfisch. Saftig. Jetzt noch ein bisschen hier. Gemüse / Pasta. Kommt irgendwie nicht so frisch rüber, das Zeug. Ein bisschen neben, ja, so monotoner. Leicht unangenehmer Nebengeschmack ist hier mit drin. So ein billiger Geschmack, ich würde sagen. Also, wenn ihr schon mal gegessen habt und auch den Nebengeschmack kennt und euch ein bisschen bisschen gewandter ausdrücken könnt, dann beschreibt mal auch bitte den Geschmack. Ja, gut. Ach so, ich muss ja erstmal die Wertung geben. Draw, ja, es geht es schon noch, die Qualität geht schon noch. Ist jetzt nicht total das Desaster. So, this is Nixe Tuna Salad, Mediterranean, which means basically with pasta and beans and stuff. Yeah, green beans. There was also Texas with like kidney beans. Alright, this product is quite good. Yeah, it's from France, made in France, I think. It's sold also under different labels. I think I have seen similar products in England sold under the John West label. Yeah, I think it was called John West. Yeah. Basically, you have a dish, it's like a cold dish. The problem I have, there are some side tastes which taste kind of cheapish or like unfresh. Hard to explain. I'm not a good poet explaining tastes. I should be the taste poet. Yeah, I should get used to it. I should do some training. Alright, yeah, basically draw, not the best of products, and that's it.